Samsung macht mit beim aktuellen Branchensport Flaggschiff schrumpfen. Aus dem Galaxy S5 wurde jetzt das S5 Mini. Optisch absolut identisch hier, was den Rahmen betrifft, was die Rückseite betrifft. Also dieses genoppte Kunststoffdings hier auf der Rückseite, was aber dadurch, dass es so ein bisschen stumpf ist, einen sehr guten Grip für die Finger bietet. Ich habe sogar den Herzrhythmussensor hier hinten Finger drauflegen messen. Und vorne unter dem mechanischen Home-Button hier verbirgt sich wie beim S5 auch dieser Fingerprint-Reader, also dass ich dann über den Fingerabdruck beispielsweise das Gerät entsperren kann. Was das betrifft, also absolut identisch. Klar, das Display ist kleiner, das ist ja sozusagen der Sinn der ganzen Sache, also statt 5,1 Zoll jetzt knapp 4,5 Zoll oder 4,47, um genau zu sein, oder um es auch mal in Millimetern auszudrücken, 114 statt 129. Dementsprechend ist das Gerät aber natürlich auch sehr viel kompakter. Und das ist ja durchaus auch mal eine angenehme Variante, wenn man insbesondere so an die Einhandbedienung denkt. Und da predige ich ja immer, achtet auf die Breite. Das sind jetzt 65 statt 73 mm. Das klingt zwar gering, aber zusammen mit dem geringeren Gewicht von 120 statt 145 Gramm liegt das Ding ganz einfach sehr viel handlicher in der Hand. Und wie gesagt, man sieht es ja hier auch schon bei der Einhandbedienung im Daumen. Also hier kommt der Daumen locker auf jeden Fall über die Breite. Hier wird es da schon eng, natürlich auch je nachdem, wie man das Gerät dann auch hält. Aber dadurch, dass es kleiner und leichter ist, liegt es dadurch auch sicherer in der Hand, muss man auch sagen. Also durchaus eine interessante Alternative. Man muss allerdings auch noch ein paar andere Sachen bedenken. So hat sich beispielsweise auch die Auflösung verändert, sprich Full HD haben wir nur auf dem S5. Hier sind es jetzt 720x1280 Pixel. Bedeutet, ich habe auch eine andere Pixeldichte und damit Schärfe. Wenn wir uns das hier mal im Menü beispielsweise ansehen, also da reden wir über 290 statt 432 ppi. Ich habe da auch mal ein Foto schon mal vorbereitet, das wir uns dann mal angucken können, damit man den direkten Vergleich mal hat. Beides, hoppala, wo bist du? So, beides sind Super AMOLED-Displays, das heißt, die Pixel werden nicht von hinten beleuchtet, sondern die sind selbst, also die leuchten selbst, was natürlich extrem gute Kontraste bedeutet. Aber wir wissen ja auch, wir haben da dieses Problem Pentile-Matrix und so weiter. Und wenn man jetzt hier mal auf diese kleinen Äste beispielsweise achtet, da sieht man dann halt schon einen gewissen Unterschied, dass es halt hier beim S5 natürlich ein bisschen schärfer ist. Ich kann das ja auch mal hier auf die gleiche Größe ziehen, dass wir auch wirklich hier über denselben Größenfaktor reden bei diesen Ästen. Also es gibt da einen kleinen Unterschied, aber ich finde ihn jetzt wirklich nicht so erheblich, dass man sagen müsste, komm, bei dem S5 Mini, da muss man Abstand von nehmen, das wäre unscharf. Das wäre ja Quatsch. Und wenn wir uns jetzt beispielsweise das hier mal unter der Lupe auch ansehen, ich gehe dafür jetzt mal auf einen weißen Untergrund, denn beim S5, beim Großen, haben wir ja bekanntlich die sogenannte Diamond Matrix. So sieht das aus. Das heißt, erstens sind die roten, grünen und blauen Subpixel so ein bisschen wie ein Diamant, also rautenförmig und vor allen Dingen eben halt auch so diagonal versetzt, sehr regelmäßig angeordnet und dadurch ein sehr viel schärferes Schriftbild, bei Texten beispielsweise, als die übliche Pentile Matrix. Also bei AMOLED-Displays zumindest übliche. Und jetzt hier, genau, so sieht das aus beim Mini. Das heißt, wir haben da die identische Diamond-Matrix. Man kann aber auch schon erkennen, dass es hier halt nicht ganz so dicht ist, nicht ganz so dicht gepackt ist wie hier drüben. Da nochmal zum Beispiel ist es halt alles ein bisschen kleiner und sehr viel dichter aneinander. Da sieht man natürlich diesen Unterschied unter der Lupe, aber man soll ja aufs Display mit bloßem Auge in der Regel schauen und nicht die Lupe zu Hilfe nehmen müssen. Von daher sollte das jetzt nochmal kurz verdeutlichen, dass der Unterschied zwar da ist, aber in der Praxis eher gering ausfällt. Ja, die große Preisfrage ist natürlich, hat sich da sonst noch was geändert im Schrumpfungsprozess? Und da muss man sagen, leider ja. Hier steckt ja beim S5 als Prozessor der Snapdragon 801 drin, heißt 4 Kerne, 2,5 GHz. 2 GB Arbeitsspeicher. Ja, und hier beim Mini ist es jetzt ein hauseigener, aber nicht der Exynos, sondern ein Chip mit dem klangvollen Namen SC53470. Super. Immerhin Quad-Core, aber 1,4 GHz.
und auch der Arbeitsspeicher ist ein bisschen kleiner, 1,5 Gigabyte. Da erkennt man natürlich jetzt hier so beim Scrollen keinen Unterschied, weil es ist ja Quad-Core. Hallo, das reicht für alle üblichen Tätigkeiten locker aus, gar keine Frage. Aber ich denke mal, in den Benchmarks wird man natürlich schon Unterschiede merken, weil 1,4 statt 2,5 Gigahertz, völlig klare Sache. Dass da natürlich, was die Rechenkraft betrifft, das S5 überlegen ist. Also wer sowieso beispielsweise als Multimedia-Fan jetzt irgendwie sagt, ich will halt primär Videos in Full HD nativ sehen, greife ich sowieso zum Großen. Und durch die geringere Auflösung kann es halt durchaus auch sein, dass es hier bei dem Mini auch ähnlich gut läuft. Das, wie gesagt, müssen wir dann manchmal den Benchmarks überlassen, wie die dann ausfallen. Aber es wird auf jeden Fall etwas weniger PS unter der Haube sein. Außerdem muss man natürlich sagen, wir haben hier eine 16-Megapixel-Kamera beim großen S5. Videos, wenn ich möchte, sogar in 4K. Das geht hier nicht. Hier sind die Videos Maximum in Full HD. Und Fotos werden hier mit 8 Megapixel aufgezeichnet. Frontkamera ist identisch, jeweils Fotos mit Full HD, also 2,1 Megapixel. Da habe ich einen kleinen Unterschied natürlich auch in der Qualität, aber auch der wird wahrscheinlich ähnlich wie bei der Display-Auflösung jetzt nicht so extrem ausfallen, dass das kaufentscheidend sein müsste. Sei denn, dass man jetzt eben halt unbedingt 4K-Videos drehen möchte, beispielsweise wenn man so einen Fernseher hat, dann ist die Sache schon mal klar. Was ich Samsung immer hoch anrechne, ist, dass man ja nicht nur den Rückdeckel abnehmen kann. Und man erkennt hier, dass es auch wieder wasserdicht ist und staubdicht, also wie das große S5, IP67, super Sache. Und vor allen Dingen, dass man den Akku austauschen kann. Das heißt, selbst Quasselstrippen können dann nachmittags oder abends sagen, kommt, zweit Akku rein, ich bin den ganzen Tag wieder erreichbar. Das finde ich großartig, ist ja leider Gottes keine Selbstverständlichkeit heutzutage. Hier haben wir einen Slot für die Micro-SIM und hier die Micro-SD-Karte. Offiziell wieder bis zu 64 GB unterstützt, intern ebenfalls 16 GB. Und das finde ich ja großartig, dass man da nicht gespart hat und dass man da auch netto etwa so 11,5 GB frei verfügbar hat. Das ist eine ganze Menge. Plus, wie gesagt, Speicherkarte. Sehr schön gemacht. Akku übrigens 2100 mAh. Klar, sind weniger als die 2800 des Großen, aber dafür habe ich ja auch das kleinere Display. Und das bedeutet in der Relation, dass das absolut identisch ist, also fast genau. Hier liegen wir bei 108%, also 8% über Durchschnitt, immer gerechnet auf sämtliche Smartphones, die ich in den letzten 12 Monaten getestet habe. Und hier sind 6% über Durchschnitt. Also kann man davon ausgehen, dass auch das Mini ähnlich lange durchhalten wird wie das S5. Und das war ja in den Akkulaufzeittests extrem gut, extrem langlebig. Von daher darf man sich da, glaube ich, auch beim Mini große Hoffnungen machen. LTE ist sowieso an Bord, Dual-Cell HSPA, Wireless LAN 5 GHz. Alleiniger Unterschied ist Wireless LAN AC. Das bleibt dann doch noch dem S5 vorbehalten. Das kann das Mini nicht, also der aktuellste Standard. NFC und Bluetooth 4.0 ist wiederum bei beiden an Bord. Ja, und jetzt die große Preisfrage, was kostet der Spaß? Also die UVP, die unverbindliche Preisempfehlung, ist 449 Euro statt 699, aber das sind ja eher Mondpreise. Das S5 liegt jetzt aktuell im Internet bei, naja, ungefähr 490 Euro ohne Vertrag. Und hier zum Start das S5 Mini jetzt bei 390. Das heißt, sagen wir mal, so einen groben 100er Unterschied in etwa. Und da muss man sich natürlich jetzt überlegen, spart man sich das, geht da auf das Kompaktere oder will ich das Maximum? Und das finde ich ja eigentlich in Ordnung, dass da der Nutzer oder der Kunde die Qual der Wahl hat. Auf jeden Fall ein sehr schönes Gerät. Ich freue mich auch schon sehr auf den Test, wie gesagt, insbesondere der Prozessor abschneidet, aber auf den ersten Blick muss ich sagen, macht das einen sehr griffigen, gefälligen, angenehmen Eindruck. Tja, so viel zum Vergleich Galaxy S5 gegen S5 Mini. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte denkt doch noch abschließend dran, meinen Kanal noch zu abonnieren und weiterzuempfehlen. Dafür im Voraus schon ganz herzlichen Dank.